Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, in der Vorlesungsreihe der Mathematik befinden wir uns in der 11. Vorlesung und heute werden wir uns mit der Multiplikation und der Division von Ungleichungen befassen. Hier mal bildlich dargestellt, was es da grob zu beachten gibt. Aber um das natürlich etwas genauer zu untersuchen, werden wir uns erstmal wirklich mit Multiplikation und Division der Ungleichungen befassen und schlussendlich dann die Ungleichung mit Variablen umstellen. Okay, zum ersten Thema können wir ganz einfach sagen, dass Ungleichungen Rechnungen sind, deren Ergebnis mehr als eine Lösung hervorbringt und deren Operationszeichen kein Gleichheitszeichen ist. Es gibt verschiedene Operationszeichen, hier dargestellt a größer b. Und ja, wenn wir das Beispiel b sei 4 nehmen, dann hätten wir ja stehen, a ist größer 4 und die Lösung wäre alle Zahlen ab 4, allerdings ohne die 4 selbst. Dann haben wir a größer gleich b. Bleiben wir beim Beispiel, b ist gleich 4, dann ist die Lösung alle Zahlen ab 4 inklusive der 4. Das Gegenteil von der ersten Sache ist a kleiner b. Bei b gleich 4 hätten wir also a kleiner 4 und die Lösung wären alle Zahlen bis 4 ohne die 4. Und bei kleiner gleich b wäre die Lösung alle Zahlen bis 4 einschließlich der 4. Wir können sagen, dass grundsätzlich erst einmal dieselben Grundregeln gelten wie für die Umstellung von Gleichungen. Allerdings muss zur Umformung auf beiden Seiten des Operationszeichens dieselbe Operation ausgeführt werden. Aber bei Multiplikation oder Division mit einer negativen Zahl, da muss man zusätzlich das Operationszeichen umkehren. Das ist der große Unterschied und ihr werdet sehen, der klingt zwar klein, aber der resultiert darin, dass wir Fallunterscheidung machen müssen. Was das ist, sehen wir gleich. Nehmen wir als Beispiel minus 2a plus 4 sei kleiner 10 und wir stellen jetzt einmal die Sache um. Links machen wir, ohne dass das Zeichen sich umkehrt, das kleine als rechts, drehen wir es um, so wie es sein soll. Wir rechnen auf beiden Seiten erstmal minus 4, es verbleibt erstmal auf beiden Seiten minus 2a kleiner 6. Jetzt teilen wir durch minus 2. Wenn wir es falsch machen und das Gleichheitszeichen, also das Operationszeichen kleiner gleich stehen lassen, haben wir a kleiner minus 3. Drehen wir das Kleinheitszeichen zu einem größer gleich, beziehungsweise größer Zeichen um, haben wir hier dann a größer minus 3. Machen wir dann weiter, haben wir a gleich minus 3 links und a größer minus 3 rechts. Links hätten wir als Lösung alle Zahlen, die kleiner minus 3 sind, ohne minus 3 selbst. Und logischerweise müsste die Probe mit einer solchen Zahl eine wahre Aussage liefern. Nehmen wir hier ein Beispiel minus 4 und rechnen also minus 2 mal minus 4 plus 4 sei kleiner 10. Dann hätten wir 8 plus 4 sei kleiner 10, 12 soll kleiner 10 sein. Jeder weiß, das stimmt nicht, ist folglich falsch. Mit dem umgekehrten Zeichen hätten wir als Lösung alle Zahlen, die größer als minus 3 sind. Probe mit einer Zahl, wir nehmen mal die 1, müsste eine wahre Aussage liefern. Wir hätten dann minus 2 mal 1 plus 4 sei kleiner 10. Minus 2 plus 4 sei kleiner 10. Da kommt raus, 2 ist kleiner 10 und das ist natürlich eine richtige Lösung. Wichtig natürlich, dass wir die Lösung in unsere Ursprungsgleichung einsetzen. Also nicht jetzt das Umgestellte mit einem umgedrehten Zeichen, nein, in die als Beispiel hier angegebene Gleichung. So, die Umstellung war richtig, das haben wir gemerkt. Aufgabe ist jetzt, dass ihr die folgenden Ungleichungen so weit wie möglich auflösen sollt. Und zwar indem man auf eine Seite des Operationszeichens die Variable a bringt und der ganze andere Rest soll auf die andere Seite kommen. Verprobung mit b gleich 2, c gleich minus 3. Für a wird die nächste ganze Zahl eingesetzt. Bei zum Beispiel a sei größer c minus b. Da hätten wir a größer minus 3 minus 2. Wenn wir jetzt hier einsetzen, da hätten wir a sei größer minus 5. Die nächstgrößere wäre minus 4. Ich wünsche mir wie immer an dieser Stelle viel Erfolg. Gebt euch ein bisschen Mühe. Und ja, wir vergleichen dann die Lösung. Mal sehen, was ihr raus habt und was ich raus habe. Ich wünsche euch viel Erfolg. Okay, kommen wir zur Lösung. Aufgabe 1 lautete, minus 2a plus 4 soll größer 3 sein.
Wir rechnen zunächst minus 4, es verbleibt minus 2a größer minus 1. Teilen die ganze Sache durch minus 2, das heißt, das größer als muss sich umdrehen zu einem kleiner als und es verbleibt a kleiner als 1,5. Wir machen die Probe, a sei 0. Dann hätten wir minus 2 mal 0 plus 4 sei größer 3. Das wäre 4 ist größer 3. Das ist eine wahre Aussage, unsere Probe stimmt folglich. Zweitens, minus 3a minus 4b plus 2c soll kleiner sein als 2a plus 6b plus 2c. Wir rechnen zunächst minus 2a auf beiden Seiten, haben dann minus 5a minus 4b plus 2c sei kleiner 6b plus 2c. Jetzt plus 4b, wir wollen ja versuchen auf einer Seite nur a's zu haben. Dann haben wir minus 5a plus 2c sei kleiner 10b plus 2c. Jetzt noch minus 2c. Es verbleibt minus 5a sei kleiner 10b. Teilen die ganze Sache durch minus 5 und erhalten a ist größer minus 2b, weil sich das kleine Zeichen umgedreht hat. Für die Probe setzen wir b gleich 2. Dann haben wir a größer minus 2 mal 2. A sei also größer minus 4. Wir verproben jetzt also a gleich minus 3, b gleich 2, c gleich minus 3. Hätten dann minus 3 mal minus 3, minus 4 mal 2, plus 2 mal minus 3, kleiner 2 mal minus 3, plus 6 mal 2, plus 2 mal minus 3. Hätten also 9 minus 8 minus 6 ist kleiner als minus 6 plus 12 minus 6. Minus 5 soll kleiner 0 sein. Und das stimmt ja auch. Wunderbar, passt also. Drittens. Minus 4a plus 16 größer gleich 8c minus die Wurzel von 16c². Das ist dasselbe wie minus 4a plus 16 größer gleich 8c minus Wurzel 16 mal Wurzel c². Ich habe die auseinandergezogen, das darf man ja. Es verbleibt also minus 4a plus 16 größer gleich 8c minus 4 mal c. Also minus 4a plus 16 größer gleich 4c. Minus 16 auf beiden Seiten. Es verbleibt minus 4a größer gleich 4c minus 16. Das Ganze teilen wir durch minus 4. Das größer gleich wird zum kleiner gleich. So dass wir stehen haben a kleiner gleich minus c plus 4. Wir setzen für die Probe c ist gleich minus 3. A kleiner gleich minus, Klammer auf, minus 3, Klammer zu plus 4. Ist also a kleiner gleich 3 plus 4. A also kleiner gleich 7. Das heißt, wir dürfen die 7 nehmen. Nehmen wir auch für A, für C haben wir minus 3. Wir rechnen also minus 4 mal 7 plus 16 größer gleich 8 mal minus 3 minus die Wurzel von 16 mal minus 3 zum Quadrat ist minus 28 plus 16 größer gleich minus 24 minus die Wurzel von 16 mal 9. Ist also minus 12 größer gleich minus 24 minus die Wurzel von 144. Ist also minus 12 größer minus 24 minus 12. Ist also minus 12 soll größer gleich minus 36 sein. Und das stimmt auch. Minus 36 ist negativer als minus 12. Passt also auch. Viertens war in Klammern minus 3b plus 6 minus 2c minus 4a Klammer zu zum Quadrat kleiner gleich 4a² minus 12ab plus 9b². Das rechts ist ein Binom, und zwar aus 2a minus 3b zum Quadrat. Und ja, das kann ich dementsprechend natürlich so umformen. Und dadurch habe ich jetzt den Vorteil, dass ich ganz einfach von beiden Seiten die Wurzel ziehen kann, quasi Quadrat und Klammer weglasse, sodass verbleibt minus 3b plus 6 minus 2c minus 4a kleiner gleich 2a minus 3b. Das war ein kleiner Trick. Ich wollte euch einfach mal zeigen, dass wir das, was wir über das Binom gelernt haben, durchaus auch ab und an anwenden können. Wer es nicht gemacht hat, man kann natürlich auch anders zur richtigen Lösung kommen, indem man es einfach ausmultipliziert. Ist natürlich deutlich aufwendiger, aber das hier geht natürlich auch und ist der verkürzte Weg. Jetzt rechnen wir auf jeder Seite plus 3b, haben dann 6 minus 2c, minus 4a kleiner gleich 2a. Minus 2a auf beiden Seiten ergibt 6 minus 2c minus 6a kleiner gleich 0. Das alles minus 6 haben wir minus 2c minus 6a kleiner gleich minus 6. Jetzt noch plus 2c verbleibt minus 6a kleiner gleich minus 6 plus 2c.
Jetzt teilen wir durch minus 6, damit wir noch a haben. Das kleiner gleich wird hier zum größer gleich. Es verbleibt also a größer gleich minus 6 plus 2c, das Ganze geteilt durch minus 6. Machen wir eine Probe, b sei 2, c sei minus 3. A größer gleich minus 6 plus 2 mal minus 3, das Ganze durch minus 6. Ist minus 6 minus 6, das Ganze durch minus 6. Es kommt raus, a größer gleich 2. Probe, a sei 2, b sei 2, c sei minus 3. Dann haben wir, Klammer auf, minus 3 mal 2 plus 6 minus 2 mal minus 3 minus 4 mal 2, Klammer zu zum Quadrat. Kleiner gleich 4 mal 2 zum Quadrat minus 12 mal 2 mal 2 plus 9 mal 2 zum Quadrat. Multiplizieren wir ein bisschen aus, haben wir, Klammer auf, minus 6 plus 6 plus 6 minus 8, Klammer zu zum Quadrat. Kleiner gleich 4 mal 4 minus 48 plus 9 mal 4. Es verbleibt minus 2 zum Quadrat, kleiner gleich 16 minus 48 plus 36. Es kommt raus, 4 sei kleiner gleich 4 und das stimmt auf den Punkt genau. Wunderbar. Damit kommen wir zum zweiten Thema, das ein bisschen darauf aufbaut, und zwar Ungleichung mit Variablen umstellen. Hierzu müssen wir sagen, dass die Sonderregel bezüglich der Umkehrung des Operationszeichens bei der Multiplikation und Division von Variablen ein Problem darstellt. Denn die Variable ist grundsätzlich unbekannt und damit nicht eindeutig, ob das Operationszeichen nun umgekehrt werden muss. Folglich müssen wir überlegen, in welchem Fall wir was anzuwenden haben. Wir haben mindestens den Fall, es ist umzukehren oder nicht. Beispiel: Umstellung nach x mittels Multiplikation von der Ungleichung. Rechts machen wir dasselbe mit Division. Links hätten wir 4 geteilt durch 2x minus 1 sei größer gleich 5. Rechts hätten wir 6x² kleiner 3x. Jetzt müssen wir eine sogenannte Fallunterscheidung machen. Wir unterscheiden jetzt einfach alle möglichen Fälle. Das machen wir, indem wir sie wie gewohnt umstellen, wobei die Umstelloperation einmal angenommen wird, als wäre sie größer 0 und einmal angenommen wird, als wäre sie kleiner 0. Das heißt, im ersten Fall bleibt das Vorzeichen und im zweiten Fall ändert sich das Vorzeichen. Okay, oben rechnen wir 4 durch 2x minus 1 größer gleich 5, müssen also alles mal 2x minus 1 erstmal rechnen. Dann hätten wir erstmal grundsätzlich x minus 1 größer 0. Das wäre der erste Fall unter der Voraussetzung, dass 2x minus 1 größer 0 ist. Dann haben wir nämlich, müssen wir erstmal umstellen, plus 1 wäre der Fall. Es wäre 2x größer 1. Das Ganze teilen wir durch 2, werden x ist größer 1/2. Also im ersten Fall, wo wir das, was wir rechnen wollen, mal 2x minus 1 gleich größer 0 setzen, haben wir raus, x soll größer 1/2 sein. Im zweiten Fall könnte ja auch sein, dass das Ganze kleiner als 0 ist. Hier rechnen wir natürlich auch wieder plus 1, haben 2x kleiner 1. Durch 2 und haben natürlich dann den Fall x kleiner 1/2. Die beiden Fälle haben wir jetzt bei der Umstellung. Rechts ist es ein bisschen anders. Wir teilen durch 3x und müssen wieder schauen. Erster Fall, 3x ist ja größer als 0. Rechnen wir durch 3, haben wir x größer 0. Zweiter Fall, 3x sei kleiner als 0. Wir rechnen wieder durch 3, haben x kleiner 0. Okay, machen wir weiter, links im Fall 1. Der erste Fall ist ja, x ist größer als 1/2. Wenn x größer als 1/2 ist, dann kommt bei unserer Umstellung raus, 4 größer gleich 5 mal in Klammern 2x minus 1, Klammer zu. Das Operationszeichen bleibt gleich. 4 größer gleich 10x minus 5 kommt dann raus. Das Ganze plus 5. Wir hätten 9 größer gleich 10x durch 10. Das Ergebnis wäre 0,9 ist größer gleich x. Oder anders ausgedrückt, x ist kleiner gleich 0,9. Im anderen Fall haben wir festgelegt, x sei kleiner als 1/2. In diesem Fall, wenn x kleiner als 1/2 ist, dann ist das, womit wir hier multiplizieren, negativ. Das heißt, das Operationszeichen kehrt sich um. Wir haben jetzt nämlich dadurch 4 kleiner gleich
5 mal, Klammer auf, 2x minus 1, Klammer zu. Das ist dann 4 kleiner gleich 10x minus 5. Plus 5 ist 9 kleiner gleich 10x. Durch 10 verbleibt 0,9 kleiner gleich x. Oder umgedreht, x größer gleich 0,9. Nochmal zusammenzufassen, was wir hier gemacht haben. Wir haben jetzt also erst einmal, weil wir mal 2x minus 1 gerechnet haben, hatten wir jetzt folgendes Problem. Wir wussten nicht, ist das Vorzeichen jetzt, das Operationszeichen jetzt umzukehren oder nicht? Deswegen haben wir geschaut, wann ist diese Gleichung hier kleiner als 0, diese Umstellung 2x minus 1, wann ist die kleiner als 0 und wann ist sie jetzt größer als 0 und haben festgestellt, aha, in dem Fall, wo x 1/2 ist, da sind wir noch in dem Bereich, wo die ganze Sache mal 2x minus 1 größer als 0 ist und wir nicht umstellen müssen. In dem anderen Fall haben wir festgestellt, okay, wenn x jetzt kleiner als 1/2 ist, dann wird mal 2x minus 1 kleiner 0 werden. Dann müssen wir das Operationszeichen umdrehen. Jetzt beim dritten Versuch habe ich auch Operationszeichen gesagt, auf Anhieb, schön. Okay, dasselbe machen wir jetzt hier drüben, ist ein bisschen einfacher mit 0. War x größer 0, dann bleibt das Vorzeichen, wie es ist. Das Operationszeichen, wie es ist, 2x kleiner 1. Die ganze Sache durch 2. Verbleibt x kleiner 1/2. Ist x kleiner 0, kehrt sich das Operationszeichen um. Es wird 2x größer 1, das durch 2. Es kommt raus, x größer 1/2. Letzter Schritt ist das Feststellen der sogenannten Lösungsmenge. Und zwar ist das so, dass die Lösung der Ungleichung sich aus den Teillösungen der einzelnen Fälle zusammensetzt. Dies wiederum haben alle Zahlen zur Lösung, welche die Lösung der Fallunterscheidung und der entsprechenden Auflösung der Ungleichung entsprechen. Klingt kompliziert, schauen wir uns an. Unser erster Fall war, durch die Umstellung haben wir festgestellt, x muss größer 1/2 sein. Und haben als Lösung raus, x sei kleiner gleich 0,9. Wir suchen jetzt alles, was diese Bedingung erfüllt, und zwar alle Zahlen, die größer 0,5, also 1/2 sind, und kleiner oder gleich 0,9 sind. Unsere Lösung sind also alle Zahlen von 0,5 ausschließlich. Wenn ihr seht, dass die Klammer mit der Öffnung nach außen zeigt, das heißt ausschließlich, bis 0,9 einschließlich, wegen den Gleichheitszeichen, also kleiner Gleichzeichen. Klammer zeigt nach innen zu 0,9, bedeutet, das ist Teil der Lösungsmenge. In unserem anderen Fall müssen wir schauen, wir suchen jetzt alle Zahlen, die kleiner als 0,5 sind und gleichzeitig größer als 0,9. Es gibt keine Teillösung, es gibt keine Zahl, die diese Bedingung erfüllt. Erfüllen wir die erste Bedingung, ist die zweite unmöglich, erfüllen wir die zweite, ist die erste unmöglich. Damit ist unsere Gesamtlösung nur unsere erste Teillösung, und zwar alle Zahlen von 0,5 bis einschließlich 0,9. Gleiches machen wir drüben. Wir suchen alle Zahlen, die größer 0 und gleichzeitig kleiner als 0,5 sind. Das sind alle Zahlen von 0 bis 0,5. 0 ausschließlich, 0,5 auch ausschließlich, ist ja immer nur größer bzw. kleiner als. Rechts schauen wir, was ist kleiner 0 und gleichzeitig größer 0,5? Natürlich nichts. Das heißt, auch hier ist nur unsere erste Teillösung, die Endlösung. Alle Zahlen von 0 bis 0,5 würden hier ein wahres Ergebnis liefern. Ihr könnt das gerne aus Scherz mal testen, indem ihr andere Zahlen einsetzt. Da kommt ihr auf jeden Fall drauf, auf keine wahre Lösung. Zur Übung möchte ich euch bitten, dass ihr folgende Ungleichung nach x auflöst und eure Lösung mit Zahlen nahe des größten und kleinsten Lösungsbereiches verprobt. Also quasi das, was wir jetzt gemacht haben, macht ihr jetzt auch. Und zusätzlich überprüft ihr eure eigene Lösung, ob die auf stimmen kann, auf Wahrheitsgehalt, indem ihr halt eine sinnvolle Probe macht. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, wünsche euch viel Erfolg. Pausiert natürlich an der Stelle wieder das Video. Ich springe schon zur Lösung und dann schauen wir mal, was rauskommt. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Das erste war zum Warmwerden recht einfach. 1 durch x soll größer als 2 sein. Wir rechnen also erstmal mal x. Jetzt müssen wir schauen, wie sieht es denn aus? Klar, der erste Fall ist, x wäre größer 0. Und der zweite Fall wäre, x wäre kleiner 0. Wenn x größer 0 ist, bleibt das Operationszeichen, wie es ist. 1 größer 2x hätten wir dann. Das würden wir durch 2 teilen, hätten raus, 1/2 sei größer als x.
Oder anders ausgedrückt, x ist kleiner als 1/2. Die Lösungsmenge wäre hier 0 bis 0,5, weil wir alle Zahlen zwischen 0 und 0,5 gesucht hätten. Ausschließlich der beiden, also keine von beiden, ist Teil der Lösung. Es muss ja größer oder kleiner sein und nicht gleich. Im zweiten Fall, wenn x kleiner 0 ist, dann haben multiplizieren wir einen negativen Wert. Das bedeutet, das Operationszeichen kehrt sich um. Wir hätten dann stehen 1 kleiner 2x, teilen die ganze Sache durch 2, werden dann 1/2 kleiner x oder anders ausgedrückt x größer 1/2. Suchen jetzt alle Zahlen, die größer als 1/2, allerdings kleiner als 0 sind. Da gibt es natürlich keine Zahlen. Das heißt, unsere Endlösung ist 0 bis 0,5. Der Zahlenbereich. Jeweils ausschließlich. Machen wir dazu natürlich eine kleine Probe. Erste Probe, x sei 0,1, ist ja nah an der Lösungsmenge von 0 dran. Darf ja selbst nicht 0 sein. 1 durch 0,1 soll größer 2 sein. Dann hätten wir 10 ist größer 2. Das passt. Wunderbar. Die andere Grenze ist 0,5, die aber selbst nicht gewählt werden darf, weil es nicht gleich ist. Wir setzen x also 0,4. Wir hätten 1 durch 0,4 sei größer 2. Hätten 2,5 ist größer als 2. Und das passt auch. Okay, fertig. Zweitens, 4x² plus 2x soll größer gleich minus 5x² minus 4x sein. Wir rechnen erstmal minus 2x, brauchen noch keine Fallunterscheidung machen, weil Subtraktion und Addition tut das nicht hervorrufen. Kommen damit erstmal zu 4x² größer gleich minus 5x² minus 6x. Das Ganze dann plus 5x², kommen zu 9x² größer gleich minus 6x, teilen jetzt durch 9x, okay, Fallunterscheidung notwendig. Wie sieht das aus, wenn 9x größer 0 und 9x kleiner 0 ist? Ist es größer 0, teilen wir erstmal durch 9, rein formell nur. Der Fall wäre also x ist größer 0. In dem Fall hätten wir x größer gleich minus 6 durch 9x, Entschuldigung, minus 6x durch 9x. Hätten dann größer x größer gleich minus 2 Drittel. Okay, der andere Fall wäre ja, in dem Fall wäre die Lösungsmenge erstmal 0 bis unendlich, weil jede Zahl größer als 0, das heißt, wir müssen bei der 0 beginnen, und jede Zahl größer gleich minus 2 Drittel, 0 ist bereits größer minus 2 Drittel, das heißt, alle Zahlen, die größer 0 sind, erfüllen schon mal die Bedingung bis ins Endliche. Zweiter Fall wäre dann x kleiner 0. Wenn dem so ist, dreht sich das Operationszeichen um. Wir hätten dann x kleiner gleich minus 6 durch 9x. Wäre also x kleiner gleich minus 2 Drittel. Welche Zahlen erfüllen die Bedingungen? Wir suchen jetzt alle Zahlen kleiner 0 und kleiner minus 2 Drittel. Das heißt minus unendlich bis minus 2 Drittel oder minus 0,6 Periode. Führen wir diese Teillösung zusammen, haben wir jetzt folgende Bereiche. Minus unendlich bis minus 0,6 Periode. Dann kommt eine Definitionslücke und die zweite Lösung, wo es dann wieder definiert wird, ist 0 bis unendlich. Okay. Probe. Erste Probe, x sei minus 10. Ist ja irgendwo negativ, hätte auch minus eine Milliarde werden können, weil unendlich macht es schwer. Dann haben wir 4 mal, Klammer auf, minus 10 zum Quadrat. Plus 2 mal minus 10 größer gleich minus 5 mal minus 10 zum Quadrat. Minus 4 mal minus 10 wäre 4 mal 100 minus 20 größer gleich minus 5 mal 100 plus 40. Das wäre 400 minus 20 größer gleich minus 500 plus 40. Wäre dann 380 größer gleich minus 460. Das ist natürlich eine wahre Aussage. Die zweite Grenze, die wir verproben, sei x gleich minus 1, ist ja noch im Bereich drin. Wir hätten 4 mal minus 1 zum Quadrat plus 2 mal minus 1 größer gleich minus 5 mal minus 1 zum Quadrat minus 4 mal minus 1. Da würde rauskommen 4 mal 1 minus 2 größer gleich minus 5 mal 1 plus 4, wäre also 4 minus 2 größer gleich minus 5 plus 4, wäre 2 größer gleich minus 1. Passt auch.
Gut, da wir jetzt zwei Teillösungen haben und eine Lücke dazwischen, haben wir auch vier Grenzen. Die nächste, die wir testen, ist irgendwas, was größer 0 ist. Nehmen wir da die 1, hätten dann 4 mal 1 zum Quadrat plus 2 mal 1 größer gleich minus 5 mal 1 zum Quadrat minus 4 mal 1. Wäre 4 mal 1 plus 2 größer gleich minus 5 mal 1 minus 4, was 4 plus 2 größer gleich minus 5 minus 4 ergibt. Das wäre 6 größer gleich minus 9 und das stimmt ja auch, passt also. Testen wir noch die letzte Grenze. Wir hatten vor uns bei minus unendlich minus 10, bei plus unendlich nehmen wir jetzt plus 10, hätten dann 4 mal 10 zum Quadrat plus 2 mal 10 größer gleich minus 5 mal 10 zum Quadrat minus 4 mal 10. Wäre also 4 mal 100 plus 20 größer gleich minus 5 mal 100 minus 40. 400 plus 20 größer gleich minus 500 minus 40. Das ergibt 420 größer gleich minus 540. Passt also. Wichtig ist nebenbei nicht, dass ihr exakt dieselben Zahlen für die Probe gewählt habt, sondern nur, dass ihr bei euren Proben immer auf wahre Aussagen kommt, bei für jeden Bereich. Dann habt ihr alles richtig verprobt. Okay, drittens. 3x minus 2, das Ganze geteilt durch 4, minus 2x. Kleiner 4x minus 8 minus 2 mal in Klammern 4x minus 2, Klammer zu. Das ergibt erstmal 3x minus 2, das Ganze durch 4, minus 2x, kleiner 4x minus 8, minus 8x plus 4. Das ergibt des Weiteren 3x minus 2, das Ganze geteilt durch 4, minus 2x, kleiner minus 4x minus 4. Jetzt rechnen wir erstmal mal 4, um den Bruch wegzukriegen. Haben dann 3x minus 2, minus 8x, kleiner minus 16x minus 16. Das können wir zusammenfassen zu minus 2 minus 5x, kleiner minus 16x minus 16. Das Ganze plus 2. Haben wir minus 5x, kleiner minus 16x minus 14. Plus 16x ist 11x kleiner minus 14. Das teilen wir durch 11. Haben x kleiner minus 14 Elfte. Hier ist keine Fallunterscheidung notwendig, ist eine eindeutige Lösung. Muss ja auch mal sein. Machen wir natürlich eine Probe. X sei minus 2 für unsere Aufgabe. Dann hätten wir quasi über den Bruchstrich 3 mal minus 2 minus 2 unter Bruchstrich durch 4. Das Ganze minus 2 mal minus 2 kleiner 4 mal minus 2 minus 8 minus 2 mal Klammer auf 4 mal minus 2 minus 2 Klammer zu. Das ergibt minus 6 minus 2, das Ganze durch 4, plus 4, kleiner minus 8, minus 8, minus 2 mal in Klammern minus 8 minus 2. Das ergibt minus 8 Viertel plus 4, kleiner minus 16, minus 2 mal minus 10. Ergibt des Weiteren minus 2 plus 4, kleiner minus 16 plus 20. Es kommt raus 2 kleiner 4. Die Probe ist wahr, wunderbar, passt. Viertens. 2 geteilt durch in Klammern minus 4 minus 2x Klammer zu plus 4 geteilt durch Klammer auf x minus 4 Klammer zu kleiner gleich 0. Jetzt rechnen wir mal den ersten Bruch, also mal minus 4 minus 2x. Wir müssen jetzt den Fall unterscheiden, weil wir multiplizieren. Was ist, wenn die ganze Sache größer und was, wenn die ganze Sache kleiner 0 ist? Bei größer 0 rechnen wir plus 4, haben dann erstmal raus für den ersten Fall minus 2x größer 4. Das Ganze durch minus 2 ergibt den ersten Fall x sei kleiner minus 2. In dem Fall bleibt das Operationszeichen gleich und wir haben stehen 2 plus in Klammern 4 mal Klammer auf minus 4 minus 2x Klammer zu geteilt durch Klammer auf x minus 4 Klammer zu kleiner gleich 0. In dem anderen Fall haben wir natürlich auch plus 4, kämen dann auf minus 2x kleiner 4 geteilt durch minus 2. Achtung, auch hier dreht sich das Operationszeichen um, genau wie beim ersten Fall, und haben dann x größer minus 2. Dann halten wir dort schon mal 2 plus in Klammern 4 mal Klammer auf minus 4 minus 2x Klammer zu geteilt durch x minus 4 Klammer zu größer gleich 0.
Also selbe nur mit anderen Operationszeichen. Rechnen wir dann mal x minus 4, müssen wir wieder eine Fallunterscheidung machen. Und zwar sozusagen der zweiten Stufe, einfach nur, weil wir ein zweites Mal eine Fallunterscheidung machen. Und zwar für x minus 4. Fall a wäre hier eine Fall, oder Fall 3, wie man möchte. X minus 4 größer 0. Das dann plus 4. Hätten wir x größer 4 den Fall. Der andere Fall wäre x minus 4 kleiner 0 plus 4 x kleiner 4. Zusammen ergibt das erstmal Fall 1a. Der ist dann da, wenn x kleiner minus 2 und x größer 4 ist. Das brauchen wir gar nicht weiter betrachten. Wir werden nie eine Zahl finden, die diese Bedingung erfüllt. Ihr müsst bedenken, wir müssen jetzt so quasi Fall 1 erfüllen und Fall a schon mal. Wir können aber direkt weglassen, weil wir haben nichts, was da reinkommt. Das ganze Weiterrechnen in dem Punkt wäre nicht hilfreich. Fall 1b, da hätten wir x kleiner minus 2 und x kleiner 4. Fassen wir es zusammen, können wir also sagen, alle Zahlen kleiner minus 2 ist Fall 1b. Fall 2a wären alle Zahlen größer 4 und größer minus 2. Wäre also x größer 4. Fall 2b wäre x größer minus 2 und x kleiner 4. So, haben dann nur noch diese drei Fälle, die möglich sind. Für unseren Fall 1b rechnen wir jetzt mal x minus 4. Das haben wir quasi sowieso gemacht. Ohne Umkehr des Operationszeichens. Hätten dann 2x minus 8 plus minus 16 oder einfach nur minus 16. Minus 8x größer gleich 0. Hätten also minus 24 minus 6x größer gleich 0. Das Ganze plus 24 wäre minus 6x größer gleich 24 geteilt durch minus 6. Achtung, Operationszeichen kehrt sich wieder um. Wäre x kleiner gleich minus 4. Jetzt suchen wir alle Zahlen, die Fall 1 erfüllen, Fall b erfüllen und unsere Lösung minus 4 erfüllen. Oder einfach nur Fall 1b, wir haben es jetzt zusammengefasst. Suchen also alle Zahlen, die kleiner minus 2 und kleiner gleich minus 4 sind. Ja, das sind alle Zahlen minus unendlich. Es müsste bei der Lösung minus 1, Fall 1b dastehen. Minus unendlich und einschließlich minus 4. Dort bei unserem Fall 2a rechnen wir mal x minus 4. 2x minus 8 plus minus 16 minus 8x größer gleich 0. Ist quasi dasselbe, wie wir gerade raus hatten beim vorigen. Minus 24 minus 6x größer gleich 0 plus 24 ist minus 6x größer gleich 24 geteilt durch minus 6 wäre x kleiner gleich minus 4. Jetzt fragen wir uns, welche Zahlen erfüllen die Bedingung x größer 4 und x kleiner gleich minus 4? Antwort keine Zahl. Fall 2a ist damit raus. Betrachten wir noch den letzten Fall, 2b. Auch hier rechnen wir mal x minus 4, haben 2x minus 8 plus minus 16 minus 8x kleiner gleich 0. Denkt dran, hier muss sich das Operationszeichen umkehren. Haben dann minus 24 minus 6x kleiner gleich 0 plus 24 ist minus 6x kleiner gleich 24. Das Ganze geteilt durch 6, x sei größer gleich minus 4. Welche Zahl ist größer minus 2, kleiner 4 und gleichzeitig größer gleich minus 4? Quasi alle Zahlen, die oben schon drin sind. Es verbleibt also bei der Lösungsmenge minus 2 bis 4. Fassen wir unsere ganzen Lösungsmengen zusammen. Haben wir jetzt also zwei Bereiche, und zwar minus unendlich bis einschließlich minus 4 und minus 2 bis 4, jeweils ausschließlich. Haben also wieder vier Grenzen, die wir verproben sollten. Probe 1, x sei minus 10. Haben dann 2 geteilt durch Klammer auf minus 4 minus 2 mal minus 10, Klammer zu. Plus 4 geteilt durch Klammer auf minus 10 minus 4, Klammer zu, kleiner gleich 0. Das ergibt 2 geteilt durch in Klammern minus 4 plus 20. Plus 4 geteilt durch minus 14, kleiner gleich 0. Ist also 2 Sechzehntel minus 2 Siebentel kleiner gleich 0. Lässt sich blöd rechnen, ich habe es mal umgeformt als Kommazahlen 0,125 minus 0,286 kleiner gleich 0.
Ist also minus 0,161 kleiner gleich 0. Stimmt, das ist kleiner da negativ. Okay, nächste Probe für die zweite Grenze. X ist minus 4. Da hätten wir 2 geteilt durch Klammer auf minus 4 minus 2 mal minus 4 Klammer zu plus 4 geteilt durch Klammer auf minus 4 minus 4 Klammer zu kleiner gleich 0. Das ist dann 2 geteilt durch Klammer auf minus 4 plus 8 Klammer zu plus 4 geteilt durch minus 8 kleiner gleich 0. Ist also 2 Viertel minus 1 halb oder minus 0,5 kleiner gleich 0. Ist also 0,5 minus 0,5 kleiner gleich 0. 0 kleiner gleich 0 ist eine wahre Aussage, genau die Grenze getroffen. Sollten wir auch, wir haben immerhin die Gleichgrenze genommen. Passt also wunderbar. Dritte Grenze, x sei minus 1. Dann haben wir 2 geteilt durch in Klammern minus 4 minus 2 mal minus 1 Klammer zu. Plus 4 geteilt durch Klammer auf minus 1 minus 4 Klammer zu kleiner gleich 0. Das ergibt 2 geteilt durch Klammer auf minus 4 plus 2 Klammer zu. Plus 4 geteilt durch minus 5 kleiner gleich 0. Das ist 2 geteilt durch minus 2 minus 0,8 kleiner gleich 0. Ist also minus 1 minus 0,8 kleiner gleich 0. Und das ist eine wahre Aussage, denn minus 1,8 ist kleiner gleich 0. Letzte Grenze, x sei 3. Dann hätten wir 2 geteilt durch Klammer auf minus 4 minus 2 mal 3 Klammer zu plus 4 geteilt durch Klammer auf 3 minus 4 Klammer zu kleiner gleich 0. Das ist dann 2 geteilt durch Klammer auf minus 4 minus 6 Klammer zu plus 4 geteilt durch minus 1 kleiner gleich 0. Ergibt 2 geteilt durch minus 10 minus 4 kleiner gleich 0. Ist also minus 0,2 minus 4 kleiner gleich 0. Macht also insgesamt minus 4,2 kleiner gleich 0. Und das stimmt auffallend auch. Damit ist unsere Lösungsmenge also auf jeden Fall richtig. Und wir sind damit auch am Ende der Vorlesung angelangt. Ihr seht, ein ganz kleines Problem stellt uns vor eine große Herausforderung. Und zwar, wenn wir nicht wissen, ob die Variable, mit der wir multiplizieren oder dividieren, zuzüglich der Sache, die daran hängt, kleiner oder größer 0 und damit negativ oder positiv ist und daher uns dazu veranlasst, dass wir wirklich immer alle Fälle bedenken müssen. Und zwar nur einfach aus dem Grund, weil sich das Vorzeichen, das Operationszeichen umkehrt und damit, wenn wir so wollen, das Vorzeichen der Lösung, das wollte ich eigentlich sagen, im Idealfall. Und ja, das gibt uns die verschiedenen Lösungsmengen hier an und auch quasi Definitionslücken. Das sind halt hier alle Bereiche, die nicht erfüllt werden, wäre in unserem Fall alles von minus 4 bis minus 2. Ja, ich hoffe, es war für euch interessant. Hoffe, ihr konntet was mitnehmen, was lernen, hat euch geholfen, wenn ihr euch für irgendeine Aufgabe, Prüfung etc. vorbereitet. Wie immer würde ich mich um eine Rückmeldung freuen, gerne positives Feedback auch. Daumen hoch hilft mir sehr, wer meine Videos nicht verpassen möchte, muss so laut YouTube wohl das Glöckchen aktivieren. Ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder bei irgendeinem anderen Video. Bis dahin verabschiede ich mich in ein wunderschönes Wochenende, einen schönen Tag, wann auch immer ihr es seht. Macht das Beste aus eurem Leben, habt viel Spaß und ich sage jetzt ganz einfach nur noch Tschüss!